Ja, wie Herr Grebel mich bereits vorgestellt hat, Uwe Brennenstuhl von Astra. Wir haben sehr viele heiße Themen. Sie haben gemerkt, die Pluszeichen nehmen überhand. HD plus, CE plus, was ist denn nun was? Dann geht ziemlich viel durch die Presse, das heißt digital und man darf dies nicht, man darf das nicht und es gibt eigentlich nur Einschränkungen. Dem wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen was entgegensetzen, sprich Ihnen mal die richtigen Versionen auf den Weg mitgeben, die Sie dann auch Ihrem Kunden weitergeben können. So, wie gesagt, 2010, 1. Mai, passend zum Feiertag, also Sie können digital wandern gehen sozusagen, 100% digital, das heißt also analog wird abgeschaltet. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema, deshalb sind wir hier. Wir gehen erstmal ein bisschen auf unsere Satelliten ein. Sie haben sicherlich irgendwo schon mal aufgeschnappt, 15 Satelliten auf 5 Orbitalpositionen. Die meisten davon werden für Sie sicherlich nicht relevant sein. In der Regel ist es der 19,2 Grad Ost, der Sie betrifft. Ist allerdings so, dass da auch ein bisschen voller wird, deshalb wird zukünftig der 23,5 Grad Ost an Bedeutung gewinnen. Das heißt, kann ich jetzt mal vorwegnehmen, es wird dort zukünftig zum Beispiel einen 3D-Demo-Kanal geben. Das sind so Dinge, die Sie natürlich für Ihre Kunden sicherlich gut brauchen können. Aber es kommt auch noch einiges mehr. Also lassen Sie sich da überraschen. Warum ich das sage, wenn Sie was installieren, eventuell mit 2 LMBs, denken Sie daran, dass Sie vielleicht auch den 23,5 Grad mit einbeziehen, zumindest mal geistig. So, wie gesagt, 15 Satelliten. Wir haben das Bild einfach nur eingefügt, dass Sie sich mal so ein bisschen Bild machen können, wie sowas da oben ausschaut. Es ist ja doch immer etwas abstrakt. So, auch hier nochmal der Erwähnung halber, 19,2 Grad Ost. Ganz relevant, das wissen Sie alles, über 350 TV-Programme, über 200 Radioprogramme. Ich denke, das ist schon eine ganze Menge im Vergleich zu anderen Trägern. Ja. Andere Träger sind hier aufgeführt. Wir haben hier einfach mal eine Verteilung gemacht der Empfangsebenen. Wir haben im rechten dunklen Bereich, ich weiß nicht, kann man es hinten gut sehen? Ja, nicken alle, das ist ein gutes Zeichen. Wir haben ca. 43% über den Satelliten. Wir haben ca. 50% derzeit über das Kabel. DVB-T noch mit 5% und IPTV steht jetzt hier mit 0,65 Millionen. Die Telekom gibt 1 Million an, aber ob der eine oder der andere Wert, das ist jetzt, wie Sie hier sehen, noch nicht so wirklich relevant. Es ist ein Wachstumsmarkt, aber Sie wissen vielleicht auch, dass da gewisse technische Voraussetzungen dazugehören. Das heißt, man braucht auf jeden Fall einen VDSL-Anschluss. Da ist die Entfernung bis zum nächsten Anschluss, darf glaube ich nicht mehr als 50 Meter betragen. Also Sie sehen, da steckt noch einiges am Ausbau drin. Also daher momentan bei uns nicht großartig relevant. Hier ist es so, bei DVB-T hat zum ersten Mal abgenommen. Das heißt, werden wir nachher noch in der nächsten, übernächsten Grafik dann sehen, zugunsten des Satelliten. Also Sie sehen, das ist ein Thema, das nachlässt. Warum das nachlässt, werden wir nachher noch erfahren. Ja, wir schauen uns die Verteilung mal im digitalen Bereich an. Wir haben links den Satelliten und Sie sehen dieses große violette Stück des Kuchens. Das sind 3/4 der Direktempfangsnutzer, die den Satelliten bereits digital nutzen. Das ist eine ganze Menge, aber es gibt auch dieses graue Feld. Das ist das letzte Viertel sozusagen. Herr Grebel hat es vorhin schon erwähnt, es gibt noch ein paar Millionen zu digitalisieren. Das sind nämlich genau diese 4 Millionen analogen Satellitennutzer. Ja, wenn Sie sich so ein bisschen überschlagen, 2 Jahre haben Sie noch Zeit, 4 Millionen Menschen zu digitalisieren, die ansonsten ein schwarzes Bild bekommen. Im rechten Bereich sehen Sie das Kabel, 2/3 noch analog. Ja, ist riesig, ist also unglaublich viel. Im Gegenzug 1/3, über 6 Millionen bereits schon digital. Es werden sicherlich Fragen kommen zum Kabel. Ja, wann ist da Abschaltung hin und so hin und her? Ich bin von Astra. Was der Kabelbetreiber macht, ob das jetzt Unity Media oder der Kabel Deutschland ist, das ist ihm überlassen. Derzeit ist es so, er bekommt ein digitales Signal und reanalogisiert es für seine Röhrenkunden. Ist natürlich eine Sache, die nicht jeder so ganz nachvollziehen kann, aber nur rein vom Prozedere vielleicht mal ganz interessant. Auch hier an diesen Grafiken sieht man ganz gut, wie die Digitalisierung fortschreitet. Sie sehen den oberen dunklen Balken, das ist der digitale Satellit. Sie sehen den etwas helleren Balken, das ist das digitale Kabel. Wir verzeichnen hier immer leichte Wachstumsraten, beim Satelliten allerdings ein bisschen mehr dann. Und Sie sehen hier digitale Terrestrik, das ist der graue Balken, das ist das erste Mal ein bisschen zurückgegangen. So. Ja, was ist bei uns besser? Es gibt erstmal mehr. Es gibt mehr Programme. Das wissen Sie, wir haben im Prinzip die größte Vielfalt, die man so erreichen kann.
mit den über 350 Kanälen allein über 19,2 Grad Ost. Es ist besser. Wir haben in der Regel größere Bandbreite im Vergleich zur Terrestrie auf jeden Fall. Und beim Kabel, denke ich, sind wir auch ganz gut dabei im Vergleich. Und es ist billiger. Das ist das ganze alte Argument. Sie wissen, die monatlich 16,90 oder was auch immer, je nach Netzbetreiber, sind natürlich schon ein Argument, von dem Sie natürlich Ihrem Kunden einiges weitergeben können. Sprich, einmal investieren ist oft die bessere Lösung, als über Jahre einen festen Beitrag zu bezahlen. So. Bei uns ist es so, warum entscheiden sich TV-Sender? Es ist einfach mal eine andere Betrachtungsweise. Die TV-Sender sind unsere Kunden. Warum wollen sie denn zu uns? Klar, wir sind zu 100% digital. Wir halten momentan die analogen Sender noch aufrecht, weil es eben gewünscht wird von den Sendern. Aber im Prinzip könnten wir morgen umschalten. Die abnehmende Programmvielfalt. Ja, es ist klar, die Programmvielfalt, das haben Sie auch sowohl bei Kabel als auch bei uns gemerkt, es werden immer weniger Sender. Es ist für den Endkunden nicht mehr so interessant, einfach diese analogen Kanäle zu nutzen. Und dann sehen Sie hier natürlich einmal Zuschauergunst. Warum Zuschauergunst? Die Vielfalt ist es wieder, die Qualität natürlich und das Thema Reichweite ist für die Privatsender natürlich auch ein sehr großes Thema. Der Privatsender lebt natürlich von Werbeeinnahmen, das heißt, er muss eine Reichweite seinem Kunden transportieren. Er muss ihm sagen, okay, ich erreiche so und so viele Menschen und dafür möchte ich diesen Betrag haben. Wenn ich jetzt vorhin sehe, Vergleich beim Satellit, 4 Millionen Menschen erreiche ich noch analog, aber das Dreifache davon erreiche ich bereits digital, dann ist auch der Werbekunde an digitaler Verbreitung interessiert. So, Sie sehen sich, 1. Mai 2012, hier ist es auch so, es gab Pressemitteilung ARD, ZDF, dass sie diesen 1. Mai verkündet haben. Mittlerweile RTL, ProSiebenSat.1-Gruppe haben dasselbe verkündet. Das heißt also, die wichtigsten Sender haben definitiv beschlossen, dass da Ende ist. Was dazwischen passiert und welche Sender sonst noch irgendwie wann umschalten, abschalten, das erfahren Sie immer bei Zeiten. Selbst wenn wir es wüssten, wir dürften es noch gar nicht sagen, weil das natürlich jedem Sender sein eigenes Thema ist. Ne? So, da steht auch nochmal das mit der Reanalogisierung. Und den 70%. So, wie eben erwähnt, im rechten Bereich die Pressemitteilung, da jetzt im Detail darauf einzugehen, denke ich, macht jetzt keinen Sinn. Ich finde eigentlich diese kleine Grafik hier ganz interessant. Man sieht hier die Quartale aufgelistet und das ist wie so eine kleine Sanduhr. Sie sehen, es sind gerade mal noch 8 Quartale, wir haben ja das erste Quartal 2010 schon hinter uns. 8 Quartale gehen sehr schnell und da sind auch 2 Winter dabei, wo Sie wahrscheinlich keine Lust haben, bei Schnee auf den Dächern großartige Anlagen zu installieren. Das heißt, es wird sehr wenig. Also daher jetzt loslegen. So. Wir unterstützen Sie in der Form, wir haben letztes Jahr eine sehr große Werbekampagne gestartet. Wir haben Werbung, Anzeigen, Presse, Plakate, Funkspot gemacht, im Prinzip alles. Wir haben damit über 270 Millionen Kontakte generiert, das heißt für Sie, übersetzt, wir haben jeden Deutschen mindestens 3-mal erreicht mit dieser Information. Digital ist eine Sackgasse, manche haben es noch so ein bisschen im Hinterkopf. Da käme jetzt auch der Spot, aber den, denke ich, können wir uns sparen, den kennen die meisten schon oder haben sie ihn sowieso bei sich im Betrieb laufen. So. Was wir jetzt machen, wir haben eine neue Kampagne aufgesetzt. Die Sackgasse ist jetzt jedem bekannt. Wir haben uns eine schöne Designerbank gekauft. Haben hier ein paar nette Menschen draufgesetzt und lassen die tolle Filme schauen. Warum tun wir das? Es ist eine andere Zielgruppe, die wir hier erreichen möchten. Hier geht es jetzt vornehmlich um die Qualität. Wir können natürlich mit digital HD deutlich einfacher umsetzen und möchten die Leute mit ihren großen Flachbildschirmen einfach über die Qualität abholen, die wir via Astra bieten können. Das heißt, Sie werden diese Bank immer wieder sehen. Das wird jetzt zur WM vielleicht dann auch die Fußballmannschaft sein, die da drauf sitzt. Das wird zum Oktoberfest, klar, Astra sitzt in München. Werden das einfach vielleicht ein paar Damen im Dirndl sein, was auch immer. Aber was eben das neue Motto ist, gerade auf die Qualität bezogen, das ist das Gernsehen. Also denke, das bleibt da so ein bisschen hängen und kann man dem Kunden gut vermitteln. Nochmal auf die Qualität bezogen, wir haben uns hier sehr stark gesteigert. Wir haben 2004 mit harmlosen 3 HD-Kanälen angefangen. 2008 waren wir bei 64. Und 2009 waren es bereits 100 HD-Kanäle, die via Astra Verbreitung fanden. Jetzt aktuell sind schon 120. Sie sehen, es geht ganz rasant. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo diese Kanäle alle sind, die sind natürlich europaweit. Ne? Also es ist nicht nur für Deutschland. Aber auch in Deutschland ist die Entwicklung sehr positiv. Sehen wir nachher noch eine Grafik dazu. Also es lohnt sich schon, bei HD mit dabei zu sein. Wir werfen auch einen Blick auf die Geschäftsmodelle.
Ganz links kennen Sie Free TV ohne Signalschutz. Das ist ganz einfach definiert.